So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Roblox Haustier Pet Tycoon. Hier ist der Nils und ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weitergespielt hier und wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal erstmal an, was sich hier getan hat. Das heißt, wir gehen hier mal ins Erdgeschoss hier rein, in die Lobby sozusagen, jawohl. Und dann schauen wir uns jetzt mal alles an. So, ich habe festgestellt, dass die Tiere manchmal einfach verloren gehen. Ich weiß nicht warum, da sind die einfach weg hier. Wir haben hier den goldenen Hubschrauber. Da hat sich hier zum Beispiel, ne, habe ich Tiere reingesetzt, die sind dann auf einmal irgendwie weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und, warum kann ich, ah ja, da sitzt hier der goldene, ja, sehr schön. Dann habe ich hier nochmal was, setzen wir da nochmal so ein kleines Hundile rein, weil die Hunde sind sehr, sehr schön. Und dann kann man hier nochmal so ein, ja, guck mal, ui. Der kleine Vogel, das ist der goldene Vogel, ja genau, da habe ich die Maschine verwendet und da konnte man dann hier entsprechend die Vögel dann vergolden. Also man braucht hier nichts kaufen, das ist Quatsch. Ich habe hier unten ein bisschen was reingesetzt. Wie viel Prozent hat der? 116.000, das ist ja verrückt. Den Kirin, da nehmen wir hier, nehmen wir mal da so kleine Schweinchen hier. Wie viel macht denn der? 20? Ja, der macht hier 20. Sehr, sehr schön. Was ist das hier? Supergeschwindigkeit? Nö, brauchen wir nicht. So, was haben wir denn hier noch? Hier können wir mal collecten. Die habe ich alle auf Max Stufe gemacht. Und hier das Erdgeschoss ist sehr schön hier. Das ist so hier die Empfangshalle mit der Garage. Und jetzt gehen wir mal in den ersten Stock rauf. Haben wir ja auch hier den Bereich Spielbereich. Der erste Stock hat also als Motto Spielen. Hier haben wir also hier das Pferd, wunderschön. Hier, guck mal, das kleine Eselchen oder was das ist. Ich muss mal lauter machen. Das ist beim nächsten Spiel hier. Und die geben so im Durchschnitt 53, okay. Der ist ja süß, wie sich willst. Und da drin haben wir auch noch einen, der hupft. Komm du denn mal raus, das arme Tier. Das braucht doch mal hier ein bisschen eine Ausruhphase. Guck mal, wer läuft denn gern? So ein Hund. Wie viel macht denn der? Kann man nicht sehen hier. 17, naja gut. Bei der unteren Etage ist es nicht so schlimm. Also hier ist sehr schön. Der eine, der sich hier in diesen kleinen Bällebad wälzt. Wunderschön, die Rutsche immer runter geht. Auch sehr schön. Alles cool. Spielbereich ist wirklich gut. Und auch hier alles auf Max erhöht. Passt. Dann haben wir hier den zweiten Stock. Das ist Bauernhof. Auch sehr schön. Hier haben wir diese Goldfuschenmaschine. Wir können mal gucken hier. Wir haben gar nicht so viel. Was von den kleinen Wauwaus können wir nehmen? Das ist halt nur eine Chance von 75%. Okay, hat funktioniert. Hier, gut gemacht. Jawohl, goldener Hund. Oh, dann können wir nur mal gucken. Was haben wir denn hier unten noch? Hier, ja, 12.000, weiß ich nicht. Die Häschen hätten wir einen Haufen. 72.000. Du bist ja Banane. Hier, gut gemacht. Goldenes Babyhäschen. 72.000 ist viel. Haustiere, was haben wir denn noch hier? Nasen haben wir sehr viel. Die behalten wir mal. Machen wir mal später hier weiter. Wir haben hier, wenn die hier so rumtollen, als Ergebnis so 150 von den blauen Diamanten. Das macht denn der kleine Kuschel hier auch. Hier kann man die abholen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Diese Diamanten. So, gehen wir mal hier rein.
Ja, also der Bauernhof, der zweite Stock ist auch sehr schön. Viel Platz hier, schön hell, wie der hier sich im Gras hier wälzt hier. Sehr schön, sehr angenehm. Dann hier das eine Tier, was hier schläft und der wälzt sich hier im Schlamm, weil das schön ist. Das ist lustig. Im dritten Stock haben wir dann als Thema hier Jurassic Dinosaurier. Das ist auch sehr schön gelungen hier. Wir haben hier so ein kleines, ja, wie so im Museum, so ein kleines Ausstellungsstück. Das ist sehr, sehr schön. Wirklich cool gelungen. Und dann haben wir hier, mal gucken hier, ein Elefant, der einfach hier aus. Oh, das ist ein Archäologe. Na, das ist ja cool. 15.000 hat der. 1.000 macht der pro Sekunde. Oder ja. Hier auch nochmal einer. Ein Dinosaurier. Hier auch nochmal ein Dinosaurier. Das ist sogar ein goldenes, was hier rumhuscht. Auch sehr schön. Hier haben wir auch alles gekauft. Hier. Da liegt das Geld auf dem Tresor. Wirklich, wirklich cool. So einen Schal um. Oh, ist das fein. Guckt euch das mal an hier. Okay. Hier kann man halt auch Eier kaufen. Die sind ziemlich teuer, 10.000, ne? Wir können ja mal eins aufmachen. Kleiner Spinosaurus. Ja, ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, was das mit den goldenen Eiern auf sich habt, das habe ich einfach nicht verstanden. Mal gucken hier. Ja, können wir dann einen goldenen Spinosaurus machen? Was man mit den goldenen dann machen kann, weiß ich nicht. Gehen wir mal rein hier so. Glyptodon. Es ist alles sehr schön gemacht hier, muss ich ehrlich sagen. Mammut, gut gemacht. Oha, episches Haustier, okay. So, hier geht's dann weiter in den nächsten Stock. Also hier Jurassic sehr liebevoll gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, die Art und Weise, wie die das hier gemacht haben, wirklich toll. Vom Grafischen her sehr schön. Was ein bisschen penetrant ist, das ist das immer wieder dieses Kaufen, Kaufen, Kaufen. Das ist das, was ein bisschen sehr penetrant ist, und wenn man nicht aufpasst, ist das Geld weg, wenn man sich da mal vertippt. Jetzt gucken wir mal hier, die ist auf Max 2800 von den blauen Diamanten macht die hier. Der ist jetzt nicht ganz, das ist, hier fehlt wieder einer. Ich weiß einfach nicht warum. Ui. Vereinigtes Königreich. Hier fehlt jetzt zum Beispiel einer. Können wir einen Banda hersetzen? 2800. Es wäre cool, wenn jetzt hier Königreich rauskommt und dann die Karte aber dann auch angezeigt wird hier an der Tafel. Da, so weit haben sie jetzt nicht gedacht, ne? Ja, der hier macht Musik. Der kleine Hundi hier. 1600. Wir tun ihn mal hier freisetzen. 1600. Und setzen hier mal 1600 daneben. Ach, der Goldene hat 9.000. Das ist ja der Hammer. 2800. Was machen die anderen? 2,8, 2,2 machen die bloß. Und schau mal, wie schön das hier gemalt wird. Das ist ja richtig schön hier. Guckt euch das mal an hier, richtig schön. Also man hat sich wirklich was hier, man hat sich was einfallen lassen hier. Das ist die Schule, also hier. Hier kann man lesen, hier haben wir hier auf der einen Seite dann hier die Bücher und die Malsachen, die kann man dann in den entsprechenden Schuber hier reintun. Warum habe ich jetzt da irgendwas? Ich kriege das nicht mehr weg hier. Okay, ja, das ist hier sehr schön gemacht. Die Schule hier mit dem
mit den Tischen, wo man experimentieren kann. Chemie. Hier hat jemand gemalt und gezeichnet. Was aufgeschrieben. Der Tiger auf dem Tisch ist ja süß. Also auch hier mit der Tafel und dann auch hier mit dem Globus. Sehr, sehr schön gemacht. Australien. Aha. Okay. Irland. Okay. So, dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Da haben wir jetzt den Bereich 5. Stockwerk Kindertagesstätte. Also so eine Art Kindergarten oder so. Auch hier, das sind jetzt die Kleinen, die hier schlafen. Das Rino schläft. Da schläft noch ein Rino. Da ist ein Mammut, ein Elefant. Okay. Der hier macht wunderschön Musik. Und hier haben wir sogar noch einen Panda. Oh, hier sind aber viele Tiere. Hier ist noch einer. Alle erwirtschaften 7600 von den Blauen. Okay, warte mal, wir können mal hier einen Apfel. Ja, hier, bitteschön. Was es mit dem Apfel auf sich hat, weiß ich nicht. Auch cool. Und dann haben wir hier die maximal gelevelten Arbeiter. Also auch hier sehr schön. Cool, echt cool. Die Schule gefällt mir auch sehr, sehr schön. Und dann sind wir auch schon im 6. Stockwerk. Da sind wir jetzt momentan. Und können wir mal Geld holen hier. Und das ist das Thema Dschungel anscheinend. So, wir kaufen mal jetzt ein bisschen. Was kann man denn hier kaufen? Fenster? Wand malen steht hier. Ach so, bemalen. Okay, cool. Was haben wir denn hier noch? Ja, hier haben wir einmal ein schaukelndes Zebra. Die Grafik ist toll gemacht. Da haben wir ein schlafendes... Oh Gott. Tier, was ist denn das? Ein Löwe. Okay. Da können wir noch was kaufen. Okay. Der Tiger... Macht 28.000 blaue Münzen. Der macht 32.000. Könnte den Tiger jetzt 28.600 auch ersetzen. Kann sich der mal ein bisschen ausruhen. Der hat jetzt die ganze Zeit rum. Aber 28.000 ist schon sehr, sehr viel. Man könnte jetzt hier den Kiri da reintun. Kiri, dann kann der sich ein bisschen austoben. Dann bringt der halt 50.000. Ist jetzt aber, ja, ja, ist okay. Hier kann man dann die goldenen verschmelzen. Da habe ich aber, da braucht man mehrere goldene. Die bringen halt dann nochmal richtig, richtig viel. Man hat es ja gesehen. Vielleicht von den kleinen. 3 von den Vögeln, da braucht man dann immer die gleichen. Okay, ich nehme den mal hier wieder raus. Und mache mal hier den kleinen Kuschelwuschel wieder rein. Und schauen wir mal, was können wir denn hier noch kaufen? Wand kaufen? Die Fenster, das schaut, ja, es ist dschungelmäßig, ne? Okay. Hier die Wand dazu, die Fenster. Hier schön kaufen, hier gut gemacht. Dschungel, genau, das war auch das Thema hier. Richtig, richtig cool. 32.050 macht der bloß. Ja, lass ihn, ist egal. Wir kriegen ja sowieso so viel. So, irgendwas müssen wir noch kaufen, nämlich die Treppe. Genau, die Treppen müssen wir noch kaufen. Das Licht ist sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Die Lichtverhältnisse sind toll. Hier ist Dschungel schön gemacht. Hier ein bisschen mit den Steinen, die hier so ein bisschen eine Sicherheit geben. Auch mit den Pflanzen. Also ganz toll, was das Gestalterische angeht. Wirklich, wirklich cool gemacht. Und in der nächsten Folge gehen wir mal in den 7. Stock. Dann gucken wir mal, was da so passiert. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Nils. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.